Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ein wundervoller neuer Tag, den wir jetzt hier zusammen erleben dürfen. Ne? Wir wollen auch hier die Helligkeit des Tages nutzen, um ein schönes Video zu drehen sozusagen. Und hier haben wir schon die kleinen Kaninchen, Jungtiere. Ne? Babys sind das ja mehr oder weniger schon nicht mehr, sondern eher nur kleine Jungtiere. Ich versuche mal ganz vorsichtig die Tür aufzumachen hier. Zack, da haben wir sie. Die Kleinen haben alle schön aufgegessen. Gestern gab es wieder ein paar Karotten und ähnliches. Das Video hänge ich euch jetzt mal an. Ganz schönes Rumgewusel hier. Claudia hat da auch einen guten Tipp gegeben. Eigentlich ganz logisch. Sie sagt, schieb doch mal den Teller weiter in die Mitte. Das mache ich jetzt mal. Und dann kann auch keins mehr rausfallen oder zumindest nicht so schnell. Schaut euch mal an, das Gewusel hier. Einer versucht dem anderen das aus dem Mund herauszureißen. Ja, wenn die nach oben gehen, dann kriegen die noch einen zweiten Behälter. Einen zweiten Napf, ne? Ich habe schon die Karotten hier nach unten gepackt. Ich dachte mir, wenn die dann schon hier alle auf den Pott steigen sozusagen, dann kann man wenigstens noch nebenbei was essen. Ja, die kleinen gierigen Kaninchen, Jungtiere. Ja, und sie machen sich hier schon sehr gut, die Kleinen, auch die Mutti hier. Leben ihr Leben vor sich hin sozusagen und wir wollen uns jetzt gleich mal wieder mit der Thematik von gestern so ein Stück weit beschäftigen, und zwar wollen wir die Deckung Teil 2 quasi in die Wege leiten. Und zwar wird sie heute wieder zu dem blauen Wiener kommen, genauso wie die zwei blauen Wiener da oben. Ne? Heute geht das quasi in die zweite Runde und das wollen wir gleich mal machen. So, was sehen wir? Genau dieses Bild, auch schon mit der weißen Dame. Es scheint, dass die heute nicht so richtig in Stimmung sind. Ich werde nachher mal gucken, dass ich das abends nochmal versuche, also nach Feierabend. Ne? Die Mittagspause ist ja auch nicht ewig lang und ich hole sie jetzt da mal raus. So Freunde, ich wollte euch heute eigentlich mal so einen kleinen Zusammenschnitt der Deckungsaktionen zeigen, aber es hat nicht so gut funktioniert. Von daher folgender Plan, nachher zu Feierabend, ich denke, dann wird das Video auch schon so weit sein, dass es in Richtung Upload hochgeht, werde ich das nochmal versuchen und dann sollte es funktionieren, in dem morgigen Video im Prinzip so ein kleiner Rückblick auf heute, wie das dann so stattgefunden hat, noch mal zeigen. Ne? Ich hatte gehofft eigentlich, dass es ganz gut funktionieren wird. Also sie war total unwillig. Die blaue Wienerhäsin oben auch. Sie wollte nicht und er hat dann auch irgendwie seinen Kampfgeist aufgegeben. Aber nun gut. Ne? Kein Stress. Ich versuche das nachher noch mal. Da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Dann gucke ich die ganze Zeit auf die Uhr, wie spät das dann schon ist. Und dann gucken wir mal, wie das dann so funktionieren wird. Sehr schön, sehr, sehr schön. Hier haben wir Nummer 3. Der Gute, ich hatte ihn gestern hier Heu reingepackt, der hat das ganz gut gegessen hier. Das ist schon mal sehr positiv zu bewerten. Ich muss mal schauen. Ich denke, am Samstag werden die rüberwandern, die kleinen Kaninchenbabys hier. Denn die sind eigentlich schon so weit. Vorsicht, dass hier keins rausfällt. Die sind eigentlich schon so weit, dass sie hier rüberkommen können. Und das werden die dann auch machen. Ne? Nicht, dass das dann hier ein bisschen zu eng wird, sage ich mal. So, die weiße Häsin hier ist auch hier die Gute. Lebt ihr Leben so vor sich hin, ist jetzt kurz vorm Umzug sozusagen. Ich denke, das wird wahrscheinlich, vorausgesetzt, dass da oben funktioniert, denke ich mal, werde ich die so eine Woche miteinander laufen lassen und dann werde ich die Umverteilung vornehmen. Also im Prinzip sie hier hin, die blauen Wiener Häsinnen hier rein und die bleibt dann hier auch so. Ne? Also ihr merkt, es wird Zeit, dass ich mir den neuen Geburtsstall dort baue, denn dort wird dann auch einiges mehr an platztechnischen Verhältnissen sein.
Also was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass er anfängt Heu zu essen. Normalerweise hat er nie Heu gegessen und jetzt macht er es. Also sehr gut. Sehr gut Nummer 1. Er ist immer ein bisschen reserviert, aber nun gut, dann ist das halt so, ne? Dann gehen wir mal nach oben jetzt. So, wie sieht's hier aus? Auch relativ schmutzig, sage ich mal. Ich bin heute noch nicht mit dem Besen durchgegangen, weil ich eigentlich die Deckungsaktion hier nochmal vorziehen wollte. Aber nachher zum Feierabend wird das hier auch nochmal sauber gemacht. Ich hatte gestern tatsächlich den Fehler gemacht, dass ich die hier zum Schluss mit den Heu gefüttert habe, also da reingestopft habe, und da war viel Kleinkram und ich schätze mal, dass das meiste dort dann auch rausgefallen ist. So, hier haben wir unseren blauen Wiener. Ich habe seinen Pott mit Essen rausgepackt. Die Karotte hat er schon seit vorgestern drin, irgendwie mag er die nicht. Ich hatte ihn gestern auch ein bisschen mehr als den anderen gegeben, weil er hier Höchstleistung gebracht hat. Und guck mal an hier, da ist so ein Beißer, ne? Der rupft da das ganze Fell raus bei den Kaninchen-Damen. So, sei gegrüßt, mein Lieber. Heute wieder ein bisschen Action gehabt, aber heute kam er nicht zum Zug. Die wollten irgendwie nicht und dann hat er auch, ich sag mal, nicht mehr ganz so viel Lust, ne? Manchmal ist das ein bisschen schwierig mit den Frauen. nun gut, dann ist das so. So, sie liegt hier auch ganz gemütlich. Die graue Häsin hier, die gute, wartet wahrscheinlich auf ihren Einsatz, aber der dauert jetzt noch ein bisschen. Also wenn das diese Woche mit den drei funktioniert, dann frühestens, sage ich mal, in 3-4 Wochen. Das heißt, dieses Jahr wird das wahrscheinlich doch nichts, alle Kaninchenmuttis noch einmal durchfruchten zu lassen. Mir ist gestern hier aufgefallen, dass sie die eine Strebe hier irgendwie rausgeknabbert haben oder rausgeschmissen haben. Fand ich jetzt nicht ganz so nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun gut, ich denke, das müssen wir dann auch ein Stück weit so hinnehmen, ne? Guti, der Stall unten ist soweit vorbereitet. Bevor die da einziehen, muss ich hier auch nochmal, ich sag mal, das Ding hier, das hässliche, abmontieren. Und ich habe hier auch schon eine schöne Heuraufe, die werde ich dann daran machen. Und ansonsten ist alles soweit bereit, sage ich mal, ne? Also es wartet im Prinzip auf die Umschichtung. So, da haben wir sie. Ich hatte heute nur eine rausgeholt und dann habe ich das den blauen Wiener auch erspart, ne? Das ist jetzt nicht ganz so glücklich, weil ich eine von denen rausgenommen habe und die andere auch gestern noch. Die beißen auch gar nicht mehr, wenn ich ihnen das Essen gebe. Und die machen dann noch so einen kleinen Ringtanz, sage ich mal, ne? Wenn ich ihnen das Essen reingebe. Aber mehr auch nicht. Also die sind jetzt so ein bisschen schreckhaft, weil ich sie rausgenommen habe. Kaninchen mögen es ja nicht so gerne, wenn man sie einfach mal so herausnimmt. Ihr merkt, wenn das Wetter ein bisschen kälter oder feuchter wird, dann bewegt sich das Holz. Also baut nicht so eng, dicht an dicht eure Türen dran. So, ihr kleinen Weibchen hier. Da haben wir sie. Unsere gut funktionierende Frauentruppe. Die Pötte werde ich heute Abend alle mal rausholen, auch die Steine hier wieder, denn das Wasser, das funktioniert, ne? Wie sieht das hier gestern aus? Hier lief das ja so ein bisschen. Ich hatte das hier nochmal so ein bisschen festgeschraubt, die einzelnen Komponenten. Und seitdem geht das dann auch. Aber ich will mir trotzdem nochmal so einen anderen Deckel holen, dass ich den Schlauch einfach ganz elegant daran stöpseln kann. Guti, so sieht's aus hier. Da knabbert das schwarze Kaninchen an der Heuraufe. Das ist schon ulkig, ne? Die Ähnlichkeit hier. Also das finde ich immer witzig, wenn so ein kleines Kaninchenbaby genauso aussieht letztendlich wie die Mutti. Und das haben wir hier in dem Fall. Sieht ganz genauso aus. Zack, da läuft es. Und dieses Kaninchen erscheint, dass es hier so ein bisschen rötliche Augen hat. Ganz besonders merkt man das, wenn man die Taschenlampe auf sie packt. Da haben wir sie. Guck mal, wie groß die schon geworden sind, ne? Die guten kleinen Kaninchen hier. Das kleine Wesen. Aber hauen hier gut was weg, sage ich mal. Ich packe den immer am meisten rein. Ganz viel an Karotten. Gestern gab es Karotten, die haben auch ein bisschen Kohl bekommen. Da war ein bisschen was übrig gewesen. Kartoffelschalen und Apfel auch. Apfel haben wir sowieso gerade zur Zeit relativ viel im Umlauf, sage ich mal.
und die hauen alles weg, ne? Ihr seht ja, das ist hier so ein bisschen übrig geblieben von dem Ganzen. Und sonst, ich mache bei denen jetzt aktuell immer 150 Gramm, dreimal, also dreimal 150 Gramm an Trockenfutter rein. Und das scheint noch ein bisschen zu viel zu sein, denn es ist hier gut was übrig, ne? Aber es geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Und gestern ist es mir auch verstärkt aufgefallen, dass die eigentlich schon zwei Töpfe hier brauchen. Und sobald sie dann oben sind, bekommen sie dann auch zwei Töpfe, ne? Da ist die Mutti. Sie nutzt diese Anti-Kinder-Zone gar nicht. Was mich so ein bisschen überrascht. Die andere Mutti, die hier drin war, die hat das sehr gerne genutzt. Also zack, und dann wurden sie auch nicht immer belästigt hier von den Kindlein, ne? Sonst kommen die ja hin und versuchen dort dann immer so ein bisschen zu saugen. Seht ihr das Auge hier, wie das hier aussieht? Ganz anders beispielsweise als bei diesem Kaninchen hier. Und ich schätze mal, dass das so ein bisschen vielleicht das Albino-Dasein durchkommt. Sie ist ja, sie stammt ja von einem Albino-Kaninchen ab. Weil das andere Kaninchen hier hat auch ein sehr dunkles Auge, aber das eine braune hat so einen braunen, rötlichen Touch irgendwie. Also sehr interessant, finde ich. So, einmal kurz die Lampe hier anmachen, mal reinleuchten, was hier so Sache ist. Zack, da haben wir sie. Die kleinen Gauner verstecken sich hier und wärmen sich, ne, in ihrer kleinen Höhle hier. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ich denke, wir sind jetzt wieder mal an den Punkt gekommen, wo ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mal einen Daumen nach oben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.